I'm just a note to make you smile, and you need me to hold you close. And ich bin die Johanna von der Reitanlage Michaelshof. Ich unterstütze das Team und haben jetzt am Sonntag eine Traberstute gekauft. Ihr Name ist Peewee und die ist 2, also sie wird morgen 3 Jahre alt. Wir haben uns das zur Aufgabe gemacht, sie jetzt weiter auszubilden. Sie ist komplett roh, also mit ihr wurde noch nicht viel gearbeitet und wir haben uns jetzt zur Aufgabe gemacht, also sie ist sehr ängstlich. Mein persönliches Ziel ist es jetzt erstmal, Mensch und Pferd ein Teambild, Vertrauen zu gewinnen und mit ihr ein bisschen Vertrauensarbeit zu machen und sie weiterzubilden. Time stops when I'm falling for you. Das heißt ja oft, dass Traber nur für den Rennsport gezüchtet werden und eigentlich auch nur für den Rennsport dann geeignet sind. Und wir wollen euch halt zeigen, auch auf ihrem Ausbildungsweg, dass halt Traber auch gut für den Reitsport geeignet sind, sowohl für die Dressurarbeit, also das wollen wir auch mit ihr arbeiten, als auch in den Springsport, dass sie sehr gute Reitpferde sind. Zeigen ihr das halt alles sehr spielerisch und passen uns da auch ein bisschen an jedes individuelle Pferd an. Unsere Stärke ist es, die Pferde auszubilden und auch weiterzubilden und auch jetzt so hohe Pferde zum Beispiel einzureiten und ihnen alles beizubringen und zu zeigen. Ja, also immer so, dass es halt im guten Verhältnis ist, auch dem Pferd gegenüber, dass wir fair bleiben, dass wir jetzt nicht irgendwie zu schnell, also wir erwarten jetzt erstmal nichts, wir gucken erstmal, wie sich das Pferd entwickelt, wie der Charakter sich entwickelt und das Pferd soll nicht überfordert werden, aber auch nicht unterfordert. Ja, also ich bin da sehr zuversichtlich, weil wir haben auch ein sehr gutes Team, wir unterstützen uns alle gegenseitig und falls da auch mal einer Hilfe braucht, sind wir auch mal zu zweit. Und denke ich, wir schaffen das, ja. Ja, ich freue mich sehr auf den ganzen Ausbildungsweg, ja. Das könnt ihr auf Instagram sehen, auf Facebook oder auch auf der, auf YouTube auch. Wir stellen dann Videosequenzen von dem Ausbildungsweg zusammen und die könnt ihr euch dann gerne, könnt ihr uns gerne begleiten, schreiben, posten und Fragen stellen. Ja.